Yo! Ey, yo, was geht? Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf dem Dreamers Channel, natürlich. Ja, heute spielen wir die Fortsetzung von gestern, ja, Tools of Destruction. Heute kommt Quest for Booty, also Ratchet & Clank Quest for Booty. Ja, bei diesem Spiel kann ich so eine kleine Vorgeschichte erzählen. Als es damals rausgekommen ist, war so, ja, irgendwie hat man da ein Jahr darauf gewartet, dass es weitergeht. Also von der Geschichte her. Und dann bringen sie ein richtiges Mini-Abenteuer raus, weil sie in dieser Zeit an zwei Spielen gearbeitet haben. An das nächste, was nach diesem Spiel folgen wird, und eben an diesem Spiel. Und dieses Spiel war eigentlich nur gedacht, für die 2 Jahre zu überbrücken. Wegen dem ist es relativ kleine, also von der Story her und von auch den Waffen her. Es ist alles sehr minim gehalten. Und natürlich neue Steuerung. So, voilà, hier haben wir das Logo. Handbuch löschen. Ja, natürlich neues Spiel. Ja, machen wir Mittel. Egal. Passe die Helligkeit an, bis ein Viereck gerade. Welches Viereck? Ah, bis ein Viereck gerade erkennbar ist. Ja, ich sehe oben links die Ecke nicht, aber unten rechts. Ja, machen wir so. Ich hoffe, es ist nicht überbelichtet. Irgendwie, warum stellt man die Helligkeit als erstes ein, bevor dass man überhaupt speichert? Hä? Ich glaube, es geht auch gleich los. Es hat gar nicht so ein großes Intro. Es war einmal vor langer Zeit ein furchtloser junger Lombax, der überall bekannt war. Als Ritter der Galaxie vor Imperator Percival Tachyon und Captain Romulus Slag. Das war echt total unfair. Jemand hatte meinen Controller geklaut. Doch kaum herrschte wieder Frieden auf Polaris, da wurde sein Kumpel entführt von geheimnisvollen Wesen, den Zoni. Mit Hilfe des Großcomputers namens Iris fand er schließlich einen Hinweis. Ein alter Piratenkapitän sollte angeblich den Schlüssel zur Zoni-Dimension haben. Ein Pirat namens Darkwater. Hier ist es, Tarwin. Darkwater muss hier irgendwo sein. Pass auf, Ratchet. Murdergrow ist sehr gefährlich. Unerwünschte Besucher lässt man hier einfach verschwinden. Oh, weh, armer Captain. Niemand vermisst dich. Nur ich. Du fehlst mir auch, Rusty Pete. Mein Körper mag fort sein, doch mein Herz ist immer bei dir. Die Crew hasst mich, Captain. Das stimmt doch nicht, Pete. Sie versteht dich einfach nicht. Schau, du bist mein bester Mann, du... Ah! Hi, ich will gar nicht groß stören. Wir suchen nur einen Piraten. Captain Angstrom Darkwater? Darkwater? Habt ihr gehört, Jungs? Die räudige Landratte will einen Toten sprechen. Wie wär's, wenn wir sie mal mit ihm bekannt machen? Wow, super Spruch. So, jetzt steht immer die Beschreibung genau unten dran. Also wir haben alle Waffen, die es im Tools of Destruction auch gibt. Einfach sehr, sehr, sehr minim gehalten. Ich glaube auch die Level, es geht gar nicht weiter als
Spieloption. Schwierigkeitsgrad kann man hier einstellen. So, erfassen seitwärts. Kennt man. Hier haben wir jetzt das 2 irgendwie nicht. Levelt irgendwie relativ schnell auf. Ja, die Peitsche ist fast hier am besten. Boom. Also nur, wenn man trifft. Wenn man nicht trifft, dann ja, ist sie. Aber das ist selbsterklärend. Boom. So. Wir wollen Level Up sehen, komm. Vor allem, wir haben die Waffe. Wir haben alle Waffen auf Level 5 gehabt. Außer Magnonetzwerfer und... Ja, ich glaube nur den Magnonetzwerfer haben wir... Fuck, ich habe den Namen vergessen. Messerklingen haben wir. Ich glaube, Magnonetzwerfer haben wir nicht ganz geschafft. Kommen noch Gegner? Vor allem, wir haben wieder 10 Leben. Ja, bestimmt. Wo ist unsere Rüstung? Die haben wir für 10 Millionen gekauft. 10 Millionen! Aber nein, man muss ja wieder weggeben. Vor allem auch die vor den vorderen Teilen. Was eine Leiter. Wow. Beste Leiter ever. Nanoschwärmer. Da muss sie sie. Oh fuck. Ups. Das wollte ich nicht einsetzen, sorry. Ja, Katapult. Boom. Also ich nehme jetzt auch mal schwer an, es geht auf Level 5. Nice. So einfach hier das zerstören. Wenn hier Gegner kommen, dann ist doch egal. Ah, unser Blaster ist auch wieder auf Low Class. Ah, ich wollte schon sagen, hä, treffen wir den nicht, irgendwie nicht. Wir treffen den wirklich nicht. Au! Ja, kein Problem. So. Vor allem, wo schießt er hin? Wir stehen rechts von der Tür. Er schießt gegen links. Ja, so kann man es auch machen. So, boom. Ich nehme jetzt mal schwer an. In der Mitte geht's durch. So. Und dann hier. Gegner. Wow, einer. Wir hätten schon schwer einstellen können. Wäre vielleicht gar nicht mal zu schlecht gewesen. Einfach alles erkunden gehen. Dort hinten ist einfach ein Tornado. Zwei. Ja. Macht da alles Sinn. So inmitten von zwei Wirbelstürmen. Boy. Boom. 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 So. Hat's hier keine Schätze? Oder irgendwas Spezielles? Boing. Wow.
Hör zu, Jungs! Wir sind ganz nah an den Morgenhöhlen. Und die Bultoren haben Hunger. Haltet ein, ihr räudigen Hunde! Grundgütiger Zoni, das ist Slack! Schrecken von Polaris und Mörder von Darkwater höchst selbst! Richtig! Und hiermit verbanne ich diesen Lombax auf die Insel Hulfa, wo er genau das bekommt, was er verdient. Ei, 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 Captain. Ihr habt's gehört. Nach Hulfa. In 1, 2. Ach, Feuer frei. Nicht schon wieder. Und so lernte der Lombax die wenig bekannte Piratenparty-Regel 21.13, die besagt: Störe nie ein Gelage von Weltraumpiraten, bloß weil dein Roboter weg ist und nur ein toter Captain helfen kann. Ah, spul vor zur Stelle mit dem Fluch! Wow, verrat nicht alles! Wir sind doch noch nicht mal auf der Insel Hulfa. Oh Mann, na gut. Ratchet, Ratchet, alles in Ordnung? Clank? Clank, bist du das? Clank! Ratchet, bist du okay? Du hast eine Menge Wasser geschluckt. Bitte, es braucht mehr als ein paar Raumpiraten, um mich aufzuhalten. Los, sehen wir uns die Insel an. So, und wie es gewohnt ist, haben wir natürlich wieder eine Dschungelwelt als zweite Welt. Ja, genau, Leute. Kennt man ja nicht anders. Zweite Welt ist immer Dschungelwelt. Dieses Schema kennt man überall. Und dann kommt noch eine Wüstenwelt. Die hat man ja auch noch nie gesehen. So, ja. Hier haben sie, ich glaube, hier haben sie etwas, also sie haben regelmäßig, oh, wir haben gar keine Waffe. Sie haben hier so einzelne Sachen in-game ausprobiert, welches dann im nächsten Spiel, also Crack in Time, so heißt das nächste Spiel, dann übernommen worden ist. Du hast es doch gehört. Darkwater ist tot und auf Murder Grow gibt es keine Zonen. Rusty Pete hat gelogen. Er hat uns nicht ohne Grund hergeschickt. Es muss eine Verbindung geben. Welche Verbindung wohl? Das kennen wir alle natürlich. Jetzt können wir einfach nicht mehr gleiten. So wie in den früheren Spielen. Das ist komplett weg. Dafür gibt es das hier. Ja, wir haben jetzt neue Fähigkeiten mit dem Schraubenschlüssel. Genau diese Mechanik wurde dann übernommen. Insel Hulfa. Oder Hulfa. Nein, nein, sie sagen schon Hulfa. Hallo, junger Freund. Willkommen auf der Insel Hulfa. Ich bin Barnabas Worley. Bürgermeister Worley, um genau zu sein. Was führt dich her? ich mit einer Kanone hergefeuert wurde. Ich hier Urlaub mache. Ich gebrauchte Schrittisatoren verkaufe. Wer kennt den Schrittisator? Ja. Ja, machen wir das. Schrittisatoren? Ich glaube, dafür haben wir hier vor Ort derzeit kaum Nachfrage. Wir versuchen, einen Freund zu kontaktieren. Wir empfangen ein Signal. Gibt es hier einen Funkturm, den wir nutzen könnten? Tut mir leid. Unser Warensender wurde letzte Nacht zerstört. Aber wenn du bei der Reparatur hilfst, kannst du deinen Freund bestimmt erreichen. Ja, genau. So zufällig letzte Nacht. Kann ich gerne. Klar, ich bin beschäftigt. Ich suche einen Piraten namens Darkwater. Ist er hier? Wirklich? Ja, egal, lassen wir jetzt die Rederei hier. Auf alle Windräder und dreh einfach an den Bootkurbeln. Zieh du dir die Windräder an. Ich steige höher rauf.
Ah, stimmt, jetzt müssen wir das hier die ganze Zeit machen. Natürlich kennen wir den Typen auch noch. Boy! Na, sieh einer an. Die Galaxie ist klein, was? Oh, zu klein! Oh. Also, was führt dich nach Murdergrah, Kumpel? Ich mache Urlaub. Ein Zufall. Ich suche auch etwas Ruhe. Oh, etwas Ruhe! Oh. Tja, wenn du etwas brauchst, sag Bescheid. Ich könnte etwas Nützliches für dich haben. Verstehst du? Was muss dieser Schritt hier sein? Kleiner, ich hab schon Feierabend. Okay, sorry. Also. Hier durch. Mit dem Windarbeiter reden. Ja, machen wir mal. Blödes. Zum dritten Mal in diesem Jahr fallen die alten Windräder aus. Das ist Sabotage, sage ich dir. Jemand war an meiner Ausrüstung. Sabotage, weißt du, wer es war? Weißt du etwas über Angstrom Darkwater? Der Typ, der sich am Strand rumgetrieben hat. Großer Kerl. Nerviger Papagei. Ich sehe ihn immer bei den Piraten. Wie dem auch sei, mein Schwager sollte eigentlich mitkommen. Bei der Reparatur der Windräder helfen. Aber er angelt wohl heute lieber. Könntest du mir vielleicht helfen? Ich würde es ja selbst machen, aber ich habe leider Höhenangst. Ja, was macht er dann bei diesem Job? Klar helfe ich. Sehr dankbar, Fremder. Ein paar kräftige Drehungen an der Boltkurbel oben müssten schon reichen. Viel Glück. Weißt du etwas über Angstrom Darkwater? Tut mir leid, Fremder. Wir sprechen hier nicht so gern von ihm. Wegen des Fluchs. Hast du von einem Fluch gesagt? Der Fluch der Untoten. Ich weiß allerdings nicht genau, wie man untot sein kann. Schätze, das heißt einfach nur am Leben. Oh, jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Was soll hier das Problem sein? Ja. Dass diese Windräder die einzige Energiequelle auf der Insel sind. Kein Strom, kein Sender. Kein Sender, keine Waren. Kapiert? Ja. Bye, boy. So. Jetzt. Cam, warum? Jedes Mal. Was? Kann man den. Ah! Dann mit der R1 hier öffnen. Hat sie oben was? Was Geheimes? Wahrscheinlich nur das hier. Okay. Hat nicht genau so viel gebracht, wie ich dachte. Kann man ja aber machen. Hier einfach eine unnötige Plattform hinstellen. Ich freue mich richtig schlimm auf das nächste Spiel, weil für mich ist das nächste Spiel einfach von allen Spielen, die sie gemacht haben, die Meisterleistung. Muss man schon irgendwie sagen. Die Grafik ist total geil. Also auch für damals war das recht. Ja, gute Grafik, wirklich sehr gute Grafik. Und halt auch die Spielmechanik, was sie alles reingemacht haben. Also einfach übertroffen von den Erwartungen her. Also schon damals. Als ich eben so unbedingt wissen wollte, was die Geschichte zu bieten hat. So, hier wieder runter. Die Kisten kann man viel besser oder viel leichter verschieben, merke ich irgendwie. So, und wir sind oben. Gut. Vor allem, der Typ hat nicht mal so einen Schraubenschlüssel, sage ich jetzt mal. Wie sollte er das hinbekommen? Oder sein Freund wahrscheinlich vom Angeln. Ah, jetzt sind die Türen hier auf. Und
Danke, Fremder. Noch 4 Windräder. Sorry, wurde schnell unterbrochen. Kann man mit dem noch reden? Hast du die Windräder repariert? Irgendwas war im Wasser offen. Oder wurde geöffnet. Ah, okay, mit R1 kann man trotzdem schneller schwimmen. Ah, oh, danke. Captain Quark Statue? Was macht die Captain Quark Statue hier? Hat sie jetzt irgendwo einen Tunnel? Was ist hier? Dort steht irgendwas drauf. Oh Mann, sie haben hier so einfach Insider im Wasser versteckt. Aber es war doch irgendwie ein Tunnel, der geöffnet wurde. Die Statue hat mich bestimmt etwas abgelenkt. Hier irgendwo. Oh. Ja, wir haben es wahrscheinlich gefunden. Hier hat es Minen. Was machen Minen hier? Das habe ich legit noch gar nicht gefunden, dieser Ort. Habe ich wahrscheinlich gar nie die Cutscene richtig begriffen. Okay. Hat sie irgendwo... Was ist das? Ah, stimmt, die kann man so rumtragen für Licht. Aber die kann man nicht werfen, oder? Oh, sorry. Hä? Oder kommt man hier erst später hin? Also ich weiß noch, man kommt ein zweites Mal hier hin. Okay, komischer Ort. Aber merken wir uns lieber. Wo sind die Minen hin? Irgendwie ist ein komischer Ort. Hier verschwinden überall Sachen. So. Nice. Ah, dann laufe ich trotzdem noch rein. So. Ist hier oben noch was? Kisten. Wir haben schon jetzt 12.000 und ich weiß gar nicht, für was dass man das überhaupt brauchen kann. Kann man hier überhaupt die Waffen nochmal kaufen? Ich glaube, das meiste findet man. Oder gibt es Rüstung? Ich glaube, es könnte sogar sein, dass es Rüstung gibt. So. Ah. Einfach wieder Schaden bekommen. Okay. So. Dann das hier. So nach oben. Oh, yo. Der war knapp. Sorry wegen dem Husten, bin immer noch etwas erkältet. Ui! So, ich glaube, das war der Kreisklingen. Turm. Na, der andere Turm ist auch gerade in der Nähe. So, dann wäre das auch erledigt. 2 von 5. Warum kann er mit uns reden? Ah. Ah, okay, ich warte lieber so. Nice.
Okay, hier oben sieht's irgendwie verdächtig aus. Warum ist das so? Also hier in diesem Spiel haben sie relativ viele Plattformen, die unnötig sind, platziert. Also unnötig. Es hat halt Kisten. So. Einer hat überlebt. Schon fast 20.000. So, ich nehme jetzt mal an, dass der Dampfturm. Au. Das war knapp. Ein Fluch? Komm schon, Terl. Sowas gibt's doch nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, das hat er schon vorhin gesagt. So, dritter Turm. Nur noch wenige. Ja, noch zwei. So. Nein. Das stimmt doch nicht, drei. So. Der hier hin Platz. Ah, wir brauchen so ein... Okay. Dann wieder schön Backtracking machen. Ja, ja. So. Ja, und auf dieser Seite wäre dann gleich... Ah, das geht trotzdem, lol. Warum nicht? Ja, okay, dann haben wir diese Seite, haben wir fertig. Ah, jetzt gibt es noch Delta und Epsilon. Turbine. So. Was dann? Ah, Mann! Warum lasse ich mich auch jedes Mal treffen? Vier Zyklen gerettet und nicht. Den Secret Agent klar wegen der Windräder hier ganz schön vielseitig. Sie reden einfach schön über frühere Geschehnisse. Oder kann man hier? Kann man hier so rüberklettern? Ah, fuck. Geht das nicht? Ja, es geht. Cheating! Brauchen wir. Zum Glück kann man auch Double Jump machen. Boom! Gut so. Das kennen wir ja. Oh. Hm. Dort hinten sieht es aber nach etwas verstecktem aus. Kisten hier einfach. Wenn jetzt hier nichts ist, ich schwöre. Es ist einfach nichts. Oh Mann. So enttäuschend. Ja, aber es gibt Cash. Dafür das. Hier ist einfach auch eine riesen Steckdose. Also Kabel und Steckdose, so. Ja. So, sind wir beim Windrad Delta. Lol. Es passiert immer noch. Zu geil. Wenn man irgendwie die unterste Kiste zerstört, kann es manchmal sein, dass die, also die zwei Kisten, die oberhalb sind, ineinander reinfallen. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber es sieht jedes Mal lustig aus, wie sie so rumspicken. Okay, zum Glück macht es keinen Schaden.
Man merkt, sie haben hier mit dieser Mechanik relativ viel herumgespielt. So. Natürlich gibt es auch noch die Wall Jumps. So. So. Mit Leichtigkeit. Hä? What? Okay, jetzt muss ich ein bisschen warten. Boing! So. Nur noch einer. Sehr, sehr gut. Ja. Next. Warum musst du auch jedes Mal eine Durchsage machen? Wir wissen selber, Mann. Wieder ragen. Okay, jetzt sind wir hier auf diesem Platz. Ah, okay. Ich dachte schon, was ist das für ein komischer Raum? Hier hinten. Also links von unserem Pfeil. Also der Pfeil schaut ja in einer Richtung und dann links davon ist ja dieser runde Platz, der ist irgendwo hier. Also unten dran wahrscheinlich. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen laufen. Machen wir als erstes mal die Tür hier auf. Oh! So nervig, dass wir immer noch keine Waffen haben. Also ja, am Anfang hatten wir kurz. Aber ja, was war das? 10 Minuten maximal. Vielleicht nicht mal. Und jetzt haben wir gar keine mehr. Ja, sehr super. Also egal, was jetzt kommt an Kosten. Wir haben einfach schon 26.000. Schon nur das, das ist übertrieben. So. Ich nehme jetzt mal an, das ist der richtige Weg. So. Ja. Die Ansicht war jetzt gerade etwas special. Okay. Okay. Boom! Ja. Oh, sind die Sprünge schwierig. Jetzt verkacke ich dann einer. Ich sehe schon vor mir. So. Nein. Etwas zu spät geschlagen. So. Dann hier. Und. Boom und Kreis. Oh, ich habe ein bisschen zu früh Kreis gedrückt, aber das Spiel war noch gnädig mit mir. Also hat das nicht als Fail gezählt. Ja. Wer kennt es nicht? Ja. Das ist auch natürlich immer der beste Weg, so auf einen Turm zu kommen. So mit einem Katapult und Magnetstiefel. Ich weiß, das Spiel ist ausgelegt auf Ratchet, dass man eben mit Ratchet so gut wie möglich spielen kann und eben auch die Mechanik versteht. Aber logisch gedacht ist, ja, ich weiß ja nicht. Die Typen sehen nicht so aus, als sie Grind-Schuhe hätten oder irgendwelche, ja, Schraubenschlüssel. Ein
Aber egal. Ist nur ein Spiel. Ah, jetzt kommen wir dorthin. Okay. Ja, genau. Dort, wo wir eigentlich gestartet haben. Ja. Wir gehen so zurück. So. Ah, wir müssen zum Windrad-Typ. Ah, nein. Nein, 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 nein. Wir sind im falschen Weg gelaufen. Haben wir die Sturmstiefel? Wie das gerade ausgesehen hat. Ah, es ist so... Muss man irgendwas dazu sagen? Das war die beste Animation, die ich je in meinem Leben. Ich sehe gerade die Wiesau. Oh, ich komme nicht klar. Nochmal. Ja, beste Animation. Kann man nicht darüber streiten. Lombax hier ist. Aber ich habe nicht geglaubt. Was kann ich für dich tun? Ich muss einen Freund erreichen, funktioniert der Sender. Ich will mir hier vielleicht ein Häuschen kaufen. Was weißt du über die Zoni? Zoni, hm? Jetzt wo du es sagst, Engstrom hat immer von ihnen gequatscht. Er sagte, sie seien die Wächter des Universums oder so ein Blödsinn. Naja, wenn du ein Signal von der Insel senden willst, musst du noch einen Bolzen finden. Unten am Strand verkauft wohl jemand einen. Ah, für das ist das Geld. Ich muss einen ich wollte nochmal dasselbe vorlesen. Es ist gut, einfache Arbeiter wie mich zu veräppeln, ja? Schäm dich. Ich fürchte nicht. Jemand hat den Bolzen aus der Energiekopplung gestohlen. Ich kann das Ding nicht anschließen. Was denken die sich nur? Naja, wenn du ein Signal von der Insel senden willst, musst du noch einen Bolzen finden. Unten am Strand verkauft wohl jemand einen. Ist wahrscheinlich wegen dem Schmuggler, ja. Jedes Mal einfach. Wie die Typen laufen. Ey Boys, what's up? Oh Mann, das ist so übertrieben. So, ich höre ab. Also das E sieht man fast gar nicht. Ich bräuchte einen Versabolt. Hast du einen? Tja, was soll ich sagen? Ich habe zufällig einen. Völlig legal beschafft, natürlich. Hurrock mit dem Rechtsstange! Kommen wir ins Geschäft? So, sorry, ich wurde wieder unterbrochen. Auch wenn man tausendmal sagt, man ist am Stream, man wird immer wieder unterbrochen. Ah, wir haben einfach 10.000 ausgeben müssen für diesen Kack. Wartet, Leute, ich muss jetzt schnell was machen. Schnell. Handy anstecken. Ich hoffe jetzt, ich unterbreche das Ganze nicht immer wieder. Warum ist dort ein Fragezeichen? Ah, deswegen diesem Typ. Stimmt. Okay. So. Hey, du hast einen. Gut gemacht, Kleiner. Die Sendergewerkschaftsgruppe 3-19 dankt dir für die freundliche Spende. Und los geht's.
keine Ursache. War das ein Huhn? What? Was hat das Huhn gemacht? Ich würde es ja machen, aber ich habe Pause. Gewerkschaftsvorschrift, verstehst du? Wirklich gut, Kerl. Wirklich gut. Wie er wegläuft. Ja, sieht jetzt auch gar nicht komisch aus. Vor allem, macht das nicht irgendwie? Ja, also. Hier ist nochmals ein Turm, so. Okay, dann machen wir das halt nochmal. Ah, stimmt. Okay. So, wir können eigentlich das... Au! So. Huh! Nice! Ah, es ist nur eine Wand. Geil. Not bad. Der Sender funktioniert. Du hast den Holoiden sehr geholfen. Komm bei mir vorbei. Ich zeige dir unser größtes Geheimnis. Das klingt ja sehr... Ah. Okay, wir gehen zu diesem Turm. Turm. Raum. Runden Raum. Bye. Oh nein. Junger Lombax, ich gebe dir das Obsidian-Auge. Das stärkste Lorenz-Teleskop des Universums mit einer Reichweite von 4,8 Billionen Kilokubits. Es hat Linsen aus Obsidianglas und wird betrieben von einem einzelnen mächtigen Drehstern. Dogwater selbst baute es, um mit seinen kleinen Freunden in Kontakt bleiben zu können. Sehe ich damit, wo sie sind? Klar, wenn du genug Energie hast, um es zu steuern. Hier, ich war so frei, mir das aus dem Inselarchiv zu borgen. Es sind Seiten aus Darkwaters privatem Tagebuch. Logbucheintrag, Dritter August. Der Besuch im Bregus-Sternhaufen hat sich wirklich gelohnt. Erstens gibt's dort ein Restaurant mit sehr billigem Grillauflauf und zweitens ein mysteriöses Volk namens Zoni. Drollige kleine Wesen sind das. Sie können Zeit und Raum nach Belieben verändern. Ihr Anführer gab mir einen Drehstern, mit dem wir in Kontakt halten können, wenn ich auf Polaris bin. Er ist ein Vermögen wert, aber ich gebe ihn nicht her. Nicht für alle Bulls in the Radiant City. Meine einzige Sorge ist mein nichtsnutziger erster Mars-Slag. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er versucht, ihn mir zu entwenden. Aber ich habe ihn bis über meinen Tod hinaus geschützt. Mit einem alten Terrachnoid-Zauberspruch und einem Gutschein über einen Gratisflug vom Magieladen von Holifar. Ich fessle meine Seele ewig an den Körper, damit ich den Drehstern bewachen kann. Wer mich aufweckt, wird meine ganze Crew erwecken. Mein Wort darauf! Der Stern ist beim Rest von Darkwater Schatz versteckt. Finde den Stern und du findest deinen Freund. Reggie, ich glaube, ich empfange was. Rusty Peter Lombax, ich habe wichtige Informationen über Captain Darkwater. Bin unterwegs nach Holifar. Over. Also auch wenn manchmal das Thema ernst wird hier in diesem Spiel, kommt dann irgendwas Randommäßiges dazu, wie der Fluchgutschein aus dem Holefahr-Fluchladen. Hä? Ah, wir...
Wir sind ja aus dieser Höhle rausgekommen. Ups. Ich dachte schon, hä? Ist das ein Geheimpart? Ey, yo! Mann, ich habe dich die ganze Nacht angefunkt. Hast du das Obsidianauge? Ja, aber es geht nicht. Darkwater hat den Drehstern versteckt. Wundert mich nicht. Dieser Geißhals hat nie jemanden getraut. Klar, wir wollten ihn damals töten. Die gute Nachricht ist, jeder Pirat, der was auf sich hält, hat auch eine Karte zu seinem Schatz. Eine Karte? Und wo ist sie? Tja, das ist die schlechte Nachricht. Sie ist vermutlich bei ihm in den Morgenhöhlen. Wie wär's, Kumpel? Soll ich dir helfen, sie zu finden? Abgemacht. Moment, warum hilfst du? Sorry, Pete, ich trau dir nicht. Was? Kann denn ein restlos verlogener Pirat nicht mal umschwinken und dem Lombax helfen, der seinen besten Freund und Captain getötet hat? Toll. Ja, okay, why not? Ist der richtige Pirat für uns. Tada! Das ist der Stock. Sein Hauptspeicher ist an den Stimmprozessor angeschlossen. Er erinnert sich also an alles, was er sieht. So, alle an Bord und vertraut auf den guten alten Captain Slack. Noch nicht. Nein, gehen wir. Ich glaube, jetzt bekommen wir dann unsere erste Waffe. So kam's, dass unser Held zu den Morgenhöhlen zog, um die Karte zum legendären Drehstern zu finden. Bei ihm. Bei Rusty Pete. Ein edler und treuer Pirat. Und Schwarm aller Bräute der Galaxie. Das ist doch Seemannsgarn. Weißt du überhaupt, wo es lang geht? Na klar doch. Ich hab GPS. Hier. An der Trübsalinsel rechts halten. In 5 Seemeilen links halten. Ich liebe das Ding. War ein Geschenk von meiner Mama. Bestimmungsort erreicht auf rechter Seite. Da sind wir, die Morgenhöhle. Berühmt für erhabene Fjorde, geruhsame Grotten und Horden gequälter Seelen, die auf Rache sind. Was? Was? Ich hab nichts gesagt. Wozu brauchen wir Slack, um Darkwater zu finden? Hast du nicht auch das Schiff versteckt? Ja, da war ich wohl leicht beschwipst. Bin 3 Tage später im Abendkleid neben meinem Curcio aufgewacht. Ah, aufgepasst! Bevor du die Höhle verlässt, musst du Darkwater finden. Warum bewegt sich das? Wow, kann man bewegen? Oh. Engine, Game Design. Das ist Fred. So. Mir beim Piratenfest immer die Hosen runtergezogen. Also, nein. Ja, wir wollen doch noch Bolt sammeln. Man weiß ja nie, ob irgendwas wiederkommt mit 10.000. Ja. Super. Ratchet, ich suche einen Weg hier raus. Versprich mir nur, dass wir zusammen abhauen, okay? Wir haben die Option ja versprochen oder ich kann nichts versprechen, Alter. Okay, machen wir jetzt mal moralisch gut. Ja. Dass man das überhaupt entscheiden kann. Also kann man sie dann wirklich hier? Das ist ja voll strange, wenn man sie hier wirklich dann so sitzen lassen kann. Dieser Weg ist so gefährlich, so verboten, dass er nur durch das Rezitieren des berühmten Liedes der Toten geöffnet werden kann. Oh Gott. Ich bin ein, was kommt jetzt? Menschen singen oftmals, das hier ist mein Henkel, das mein Hals. Ja, bestes Lied. Beste Code für, ja.
Sie sehen leicht verstörend aus. Ah. Ups. Es war nur sein Helm. Schuldet mir doch Geld. Mit dem war ich mal öfter ein Trink. Ist hier hinten? Oh oh. Ups. Warum leuchtet hier eigentlich alles? Den Rückweg eingeholt haben. Du musst einen anderen Weg finden. Was ist hier? Seht hier! Push! Das Ding ist stabil genug, um rüber zu klettern. Ich würde es ja machen, wenn... Er klingt einfach so komisch. Oh, was war denn das für ein Schatten? Oh nein! Was war das? So, er hat 2 Jahre Vorsprung fallen lassen. So, jetzt brauchen wir die Leuchtteile. Boys? Oh. Vor allem, wie sie aussehen, wenn sie... Sorry, Leute. So. Ja, geht einfach weg. So. Ich hoffe, er geht nicht kaputt, wenn wir hier... Ah, okay. Das Face von dem Kleinen hier. Ich nehme es mal schwer an, wir müssen dort rüber. So. Oh! Ja, ja, und wie ist euer Tag so? Gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube, wir müssen direkt nach oben. Ja. Natürlich gibt es hier noch eine Grindschiene, ja. Er singt wieder. Vor allem, wie lange jetzt hier Ratchet schon das ausgehalten hat, ohne Waffen. Also ja, eine Waffe hat er. Butterschnaps, Schnippelflips. Butterschnaps, Schnippelflips. Was? Was war... Was war das zweite Wort für ein... Was sollte das sein? What? Sind das immer noch deine Schatten? Oh. Ja, hab dich wohl geflunkert. Ja. Will da nicht kommen. Oh. Ja, geht relativ weit nach unten. Oh, er wartet schon auf uns. So, Boy. Wie genau sollten wir den jetzt besiegen? Weg! Die Sprüche, die Slack auch sagt. Mann. Da ist sie ja. Genau wie damals. Und du bist sicher, dass Darkwater die Karte zum Drehstern hat? Natürlich. Hätte ich das mal damals gewusst. Der Stern wäre eine Menge Grog wert gewesen. Aber Deal ist Deal. Gut, ich glaube auch, das ist der Punkt, bei dem wir die Waffen wiederbekommen. Really? So. Leichtigkeit. Mehr oder weniger.
Ey, Jungs. So? Ich glaube, jetzt kommt hier... Ja, genau das habe ich gedacht. Einfach ganz... ganz vorsichtig hier durch schlängeln, sage ich jetzt mal. Ja, warum muss es wackeln? Ist ja Grind? Ja, nice. Ui, und wir haben schön das Licht dabei. Einfach durch. Vor allem, warum hat es hier Grind Sheen? Oh Gott. Ja, der trifft uns nicht mal. Also, wir sind im Schiff drin. Oh, hinter uns wäre dann so eine Explosivkiste. Bis jetzt habe ich auch noch keine Goldbolts gesehen. Nein, er krabbelt weg. Hat er überlebt? Nice. Er bleibt jetzt für immer bei uns. Für immer bei uns. Aber ich sehe... Ah, es hat mehrere Schiffe. Ja, lol. Yo, übertreibt. Dich, Buddy, nehmen wir jetzt überall mit. Boing. Dass wir ihn trotzdem wirklich so mitnehmen können, hätte ich nicht gedacht. Ja. Geschafft. Der erste Piratenkampf aller Zeiten. Klar. Stell du dich doch mal dorthin, Kumpel. Ich suche kurz nach Fallen. Nach Fallen? Wäre das nicht zu billig? Keineswegs, Mann. Für dich sogar ziemlich teuer. Eingeweiht! Ich fessle meine Seele ewig an den Körper. Danke für die Hilfe, Mann. Ohne dich hätte ich's nie durch die Höhlen geschafft. Bedauere, Kumpel. Was soll ich sagen? Ich bin ein Pirat. Aber nimm das als Trost. Es ist nichts Persönliches. Heuchen, Matrose. Ich bin's, Captain Slack, Geißel der Galaxie und... Dieser hinterhältige Lumpendekadroid! Darkwater! Raus aus meinem Körper! Sofort! Der gehört jetzt nur mir! Hüte deine Zunge, du mieser alter Grabholger, sonst reiß ich dir die Milz raus und brat in der Pfanne! Oh, große Klappe für ein winziges Hirngespinst! Oh, nicht wieder Hirngespinst, weil du mir die Klinge in den Rücken gerannt hast, du mieser Verräter! Na gut, das reicht! Ihr zwei müsst mal ordentlich plündern gehen! Kurs setzen auf die Insel! Olefahr! Ja, wir haben den Brenner! Und die Schmelzgranate auch, oh mein Gott! Okay, das war jetzt überdramatisch. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich glaube, nach diesen... Ja, schaut euch mal die Level ab. Yo, wir machen so Level ab. So. Ey. Level 4, nice. Was, nur 36 Schaden? Hä? Habe ich hier irgendwas verpasst? Ja, vielleicht sind es jetzt vielleicht ein bisschen zu viele. Ah nein, okay, geht noch, geht noch. Hey, wir haben fast Level 5. Kommen noch ein paar? Ja.
als ob. Also Leute, ganz ehrlich. Wenn man schon bei der ersten Meute sozusagen schon auf Level 5 kommt. Ja, ich weiß ja nicht. Ist irgendwie komisch. Ja, ja, wir kennen die Waffen schneller als mal. Ja. So, mach Level up. Ja, haben wir jetzt. Okay, noch ein Gegner. Ah, hier müssen wir zurück. Und Level up. Was? Aber jetzt. So. Gut. Ja, jetzt spielen wir mit der Schmelzgranate. Bevor sie wieder anstrengend wird. Was wir ja letztes Mal sehr gut gehabt haben. Wenn die jetzt auch so schnell geht. LOL, einfach nur unglaublich manchmal. Geht jetzt hier die Tür auf? Wie ist das? Kann man die Tür aufsprengen? Lustig. Ah, ganz ungutes Gefühl. Schon Level 4, ey. Traurig. Jetzt kommen hier einfach Lava-Teils raus. So. Gegner. Ich glaube, sie ist hier, oder? Hä? Wegen was ist... So. Danke, Ratchet. Ich wusste, dass du Wort hältst. Bitte? Wir müssen vor Sleck zurück auf der Insel sein. Okay, ja. Hat jetzt viel gebracht. Oh. Was ist das? Pyrogen-Niederschlag wurde ins... Ah, stimmt. Anstelle, dass man wieder mit Raritanium die Spezialmods kaufen kann, muss man sie in diesem Spiel einsammeln. Ja, jetzt haben wir für dieses... Oder für diese Waffe haben wir diesen Mod bekommen, dass hier Flammen entstehen. Ach komm. Jetzt haben wir nicht mal Muni. Zwei Schüsse. Komm, noch mehr. Nice. Dann wieder zurück. Das Geräusch jetzt ganz am Schluss war irgendwie strange. Als er versuchte, den Drehstern zu rauben, wurde unser Held übertölpelt vom charmanten Rusty Pete. Einem treuen Pirat, der sich nur eines wünschte, die Rückkehr seines geliebten Captain Slack. Schrecken von Polaris und Sieger beim halbjährlichen Modellwettbewerb im Sordom-Gefängnis. Natürlich gab es gewisse Begleiterscheinungen. Hunderte untoter Piraten streunten nun frei umher. Und der Captain war gefangen im Körper eines Piraten, den er einst getötet hatte. Aber insgesamt war es ein toller Tag. Ja,
Ja, sehr toller Tag. So. Wenn das jetzt so ist, dass wir solche Türen öffnen können, dann gehen wir natürlich hier nach unten. Vielleicht kann man auch beim Schmuggler irgendwas zurückkaufen. Also eine Waffe zurückkaufen. Jetzt haben wir dann... Ah doch, gut. Ah! Ist es auch ein Mod? Ah, sogar für die Schmelzgranate. Yo! Okay, das ist jetzt Glück. Ja, jetzt haben wir für beide Waffen... die wir vorhin bekommen haben. Wow, okay. Die Bomben sind jetzt extrem stärker. Was ist hier? Hat sie hier was? Hä? Warum existiert dieser Raum? Wartet, Leute. Dort ist es eindeutig zu dunkel. Ich hole hier noch so einen Leuchttyp. Ja. Hier. Irgendwie hat es gar keine Musik. Hm. Okay, hat sie jetzt hier irgendwas? Ah. Lol. Hier ist einfach Dan Johnson als Minifigur abgebildet. Es war ja der, der eigentlich Ratchet und Clank, glaube ich, gezeichnet hat. Also eben auch entworfen. Lol, sie haben ihn einfach hier drin verewigt. Das ist ja mal nice. Ist ja beim letzten Spiel, also bei Tools of Destruction, ist ja auch ganz am Schluss gestanden in Gedenken an Dan Johnson. Weil er schon, glaube ich, einen großen Einfluss auf das ganze Spiel, also auf die ganze Spielentwicklung hatte. So. Es sieht auch wieder komisch aus. Der Schmuggler ist weg. Sie greifen uns an. Die untote Crew von Angst vom Darkwater. Hier, für dich. Habe ich heute am Strand gefunden. Nice. Jetzt haben wir den Sturmwerfer sogar. Wow, und unser Schockzerstörer. Ja, geht los. Untoter Piraten, lauf um euer Leben. Der Fluch von Darkwater, die Gerüchte sind wahr. Rettet euch. Alle gehen. Okay, aber natürlich machen wir als erstes die Schmelzgranate hier komplett. Ja, sie klaut uns dann den Kill. Spawns nicht immer wieder neu. Schade. Ja, dann leveln wir die Schmelzgranate einfach nebenbei auf. Ah, doch. Sie kommen immer wieder. So. Ah, Jungs! Ah, Mann. Munitionknappheit. Laufen wir wieder komisch durch die Gegend. Ich warte einfach hier hinten. Dann kann auch Talvin nicht unsere Waffen die ganze Zeit unsere Gegner klauen. So. Nice. Ja, okay, dauert nicht mehr lange. Kannst du mich hören? Spawn, ja. Omegatron, ja. Sind wir hier bei Transformers?
Yo, sie schießen sich gegenseitig ab. Ja, jetzt kommt noch Geschütz, oder? Ja. Na, damit ist klar. Die gut altbekannten Geschütz-Level. Ja, sein grünes Teil sollte auch mal verschwinden. Ah, die mittlere. Gut, die mittlere ist schon mal zerstört. Attacke! Ja, ist auch zerstört. Und Attacke. Wow. Und jetzt kommt noch... Ah, okay. So. Boom. Nein, jetzt habe ich ihn nicht mal getroffen. Nein. Mann. Sie klaut einfach auch jedes Mal unsere Kills. Wir wollen nur ableveln. Es ist einfach nicht zerstört worden. Geh kaputt. Jo, übertrieben. Also hier kann man ja nicht failen. Man muss ihn ja so oder so zerstören. Was, es hat einfach immer noch nicht gereicht. Level up! Immer noch keins. Nein! Sie klaut einfach. Richtig schlimm. Nice, jetzt haben wir sie. Jetzt muss man einfach wieder mit dem Controller. Ja, okay, so viel Schaden macht es gar nicht. Kommt noch mehr? Oh oh. Ja, okay, das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Attacke! Brenner! So, der was ist... Jungs, wollt ihr mich eigentlich komplett triggern? So, nochmal. Also ich glaube, die Sturmwaffe, die levelt sich am wenigsten. Ah, nochmal. Oder? Ah, ist schon zur Hälfte. Okay. Okay, der war. Zweimal. Ah, jetzt schießt er zwei Sachen. Er hat daraus gelernt. Okay. Drauf! Ja. Eine ist schon mal zerstört. Lass mich raten. Die Gewerkschaft? Woher weiß er das? Geh kaputt! Jetzt geht die andere natürlich auf. Vor allem, was sind das für Teile, die er schießt? Leuchtende Köpfe? Energieköpfe? So, das war's. Doch. Du hast uns alle
gerettet, Fremder. Das zweite Mal. Wir müssen Darkwater finden, bevor er wieder zurückkommt. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Im Zauberland namens mir doch egal. Hier, die Karte könnte ein Hinweis sein. Ratchet, das könnte der Plan von Darkwaters Schatz sein. Such jemanden, der sie entschlüsseln kann. Hey, das ist der Held von Holefar. Ich nehme jetzt mal schwer an, es ist der Schmuggler. Da, Kumpel, warum so eilig? Kumpel, heute ist dein Glückstag. Ich spreche zufällig fließend dekadruidisch. Ich könnte dich führen. Natürlich gibt's das nicht umsonst. Also. Bare Münze! Oh! 12.500. Oh, herzlichen Dank, Kumpel. Noch nicht. Also, es hat zwei Ortschaften hier gehabt, wo nichts war. Vielleicht war das so, weil wir noch keine Waffen haben. Wenn jetzt hier ein Mod ist, bin ich sprachlos. Hier hat es kein Mod. Okay. Dann war das schon mal falsch. Ah. Ja, das war ein geheimer Ort, jedenfalls. Also die zwei Strecken, die wir hier gelaufen sind. Und auch die... Ja, okay. Dann haben wir es. Dann gehen wir zum Schmuggler und hauen hier ab. Der Sturmwerfer ist so also wirklich so nervig zum Aufleveln. Gehen wir. Ja, überspringen. Sie müssen ja nicht jedes Mal einen Senf dazugeben. Der Schmuggler hielt sein Wort. Und mit dem Drehstern in seinem Besitz und ohne Umweg an die Bar fuhr unser Held in die rabenschwarze Nacht. Auf der Suche nach Abenteuer an. Jetzt übertreibst du aber, Pete. Willst du da wirklich reingehen, Kumpel? Ich habe echt beunruhigende Dinge über diese Insel gehört. Der Stern ist meine einzige Chance, Clank zu finden. Ich verlasse Murdergraw nicht ohne ihn. Perfekt. Es kommt noch diese Welt. Ich glaube, wir sind auch schon fast durch mit dem Spiel. Feuerkraft ziehen lassen. Nimm doch diese Waffen. Die habe ich vor Holefar im Meer gefunden. Nice, wir haben wieder den Jägerwerfer und sicher Bienenteil. Ja, Nanoschwärmer. Ja, not bad. Dankeschön, tschüss. Was kommt denn hier? Ah, ich dachte, die würden jetzt wiederkommen. Welche gierige Seele wagt es, Waterbruch zu betreten? Nenn deinen Namen und hoffe, dass er mir bekannt ist. Ich bin es, Captain Armstrong. Ist das möglich? Du hast dich verändert, aber es ist lang her und meine Augen sind nicht mehr die besten. Wenn du Darkwater bist, beweise es und kämpfe mir. Oh, komm. Ja, sie killt jetzt wieder alle. So ein Nanoschwärmer. Not bad. Wir haben fast die Waffe voll. Also,
Level 4 voll, meine ich. Let's go! Wir haben zwar fast keinen Finger rühren müssen. Toll, eben dachte ich noch, ein paar Fallen wären nett. Okay, es hat drei Wege. Oh. Hui. Ah lol, das ist... Ja, okay, ich weiß, was man hier alles machen muss. Hier kommen voll die Rätsel. Ernsthaft. So. Ich weiß gar nicht, ob Talvin überhaupt mitgekommen ist. Nein! Hm. Ah, ist wieder typisch. Wenn wir jetzt nochmal gegen die Meute... Ah, gut. Darkwater muss die Lagune irgendwie überquert haben. Was? Sehen wir uns die Insel an. Nein, das ist doch bestimmt nicht seine Schatzkammer. Wie kommst du darauf? So, dann bewegen wir den... Warum ist die Ansicht jetzt gerade so komisch? So, etwas näher. Puh, fast wäre ich wieder runtergeflogen. Gut, ich würde sagen, damit wir eigentlich ruhig hier durchgehen können. Was? Ich hab doch den Nano-Schwärm aus. Warum geht das nicht? So, endlich. Alter. Ich dachte schon, hä, was läuft jetzt mit dem Spiel? Okay, hier durch. Ah, ach so. Angstroms oder Angstroms Getränk. Ach, mit Barkeeperin. Hey, hier ist reserviert für Captain Angstrom Barwater. Oh, Darkwater. Durch. Gib mir den ersten Drink. Ein bisschen Pickel, nein, Kälte dazu. Ein stürmischer Abschuss der Berater dazu. Ich glaube so, so und so. Ja, es geht. Was ist falsch? Ein bisschen Prickel, nein, Kälte. Ah, Kälte. Lol. Ein stürmischer So, bisschen Kälte dazu und ein stürmischer Abgang und dann hat der Pirat Ruhe, ja. Was bitte im Abgang. Gute Menge Knutscherkarpfen. Ein leckerer Mix. Gut gemacht. Hier ist der nächste Trick. Ein Spritzer vom Röhrsturm, ein Tropfen heiße Blut. Ein kleiner Schuss Prickel macht den Abschluss gut. Sturm, das Prickeln um den Barkeeper gehen. Ohne Likör. Gutes Gehirnzellen-Grog-Verhältnis. Wieder geschafft. Beste Beschreibung. Doch, Darkwater. Gut. Zum letzten Trick. Hoffnung im Sturm und ein Spritzer Wintersorgen. Eine goldene Sonne drauf und dann guten Morgen. Fuck. Im Sturm und ein Spritzer Wintersonne.
So? Willst du mich umbringen? Was? Hoffnung im Sturm, ein Spritzer Winter Sorge, eine goldene Sonne drauf und dann guten Morgen. So? Zutaten sind gut. Reihenfolge nicht. Hoffnung im Sturm und ein Spritzer Winter Sorge. Ah, ich hab Sturm und... Und hier hat er Gold. Ja, dann kommt noch der Tipp. Danke vielmals für den Tipp. Hm, nicht schlecht, etwas sauer, aber der Hauch von Wurmstuhl. Was? Erinnert an einen gut gereiften Chateau Villa Sante. Geschafft, Captain! Willkommen zu Hause! Ich besorge die Stufen. Wow. Ja, dann würde ich sagen, das haben wir mal abgeschlossen, ja. So voll euphorisch. Ja, dann gehen wir zum nächsten Ziel. Ah, Mann. Immer noch kein Level Up. Ich bin so enttäuscht vom Spiel. Ich will mein Geld zurück. So nach 5, 6, 7 Jahren. What are you doing here? Breakfast. So. Ah, wir können eigentlich runterspringen. So. Schön einfach immer die Memes hervornehmen. Boing, boing. Boi! Runter. Runter. Nein, hier. Was? Ah. Wir müssen hier hin. Für diese Stelle haben sie nicht einen eigenen Charakter gemacht. Etwas traurig. Aber ja, kann man auch so machen. Ich habe nicht geschlafen, ich... Moment, bist du nicht zu klein und pelzig, um Angst vor Darkwater zu sein? Beweise es. Nein. Spiel seine Untergangssinfonie. Das ist der erste Teil. Dieses Meteorfeld scheint genug Saft zu haben, um sich über die Tasten zu befördern. Gut, aber das war nur der erste Teil. Hier ist der nächste. Also, dumm. Ich glaube, so war's, oder? Glänzen. Eine schöne Melodie. Ja, sehr schöne Melodie, muss ich ihm zustimmen. Jetzt bleibt nur noch ein Teil zum Nachspielen. Hier ist er. Okay, links, rechts und dann wieder boing, boing, boi. Du bist es, Cap. Ohne Fail, yes. Wieder Freude an gar nichts. Komm rein, viel Spaß noch. Wo komm rein? Also in die Schatzkammer, aber die ist ja an einem anderen Ort. Also etwas weiter gegen links. Oder vielleicht hat er irgendwie Realitätsverlust. Kann auch gut sein. Also wenn ich auch nur im Kopf so hier wäre, der hier so an einem Mast hängt.
wird es mir wahrscheinlich gleich gehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. I don't know. Ah, Mist. Kommen noch Gegner? Ja, sorry, ich will einfach aufleveln. Aber es kommt natürlich noch ein Rätsel. So. Ich glaube, sonst hier irgendwo wäre nichts versteckt. So, schön symmetrisch machen. Ja. Ich glaube... Bringen wir es schön hin. So ist gut. Also, dieses Rätsel ist viel besser. Also, ist einfacher als das Rätsel, welches wir bei Uncharted machen mussten. Also, ich will ja nichts sagen, aber das war richtig ekelhaft. Ab und zu. So, perfekt. Ja. Gegner? Also wenn jetzt Gegner kommen, dann null Probleme. Oh Mann, und dann haben wir keine Muni? Ernsthaft? Hä? Hat irgendwie gerade recht viel ausgehalten. Warum Sturmwerfer? Wir brauchen keinen Sturmwerfer. Auch kein Jägerwerfer. Mann. Ja, wir haben das, was ich wollte. So, Attacke. Ja, Level up. Wow, es macht 18 Schaden. Ja, muss man schon sagen, das ist relativ lukrativ. Mehr oder weniger. Wir bekommen einfach steinhart noch Sturmwerfer und Schmelzbomben. Ja. Wollen wir, ja. Fast sind wir Level up. Ja, der hat jetzt auch viel ausgehalten, sagen wir so. Er ist immer noch nicht down. Unglaublich. Ja, jetzt ist er down. So. Jetzt ist der dort oben auch immer noch. Was? Ich weiß, wir könnten das auch viel einfacher und schneller lösen. Aber das Spiel ist eh recht kurz wegen dem, was soll's. So, Bienenpower. Also wenn die Bienen das schaffen, Props. Wirklich Props. Aber irgendwie sieht's so aus, sie würden es nicht schaffen. Ja, sie haben es geschafft. Nice.
aber kein Level Up. Das ist das einzige Wichtige eigentlich. Was jetzt? Ah, gut. Der Drehstern. Immer schön aufpassen, Kleiner. Ein Kreuz steht nicht immer für Schatztruhen. Schönen guten Morgen, junger Longbart. Ich hoffe, du wirst von Pythoren und ihren Mäulern verschont bleiben. Und keine Angst. Wir werden uns schon um deine Braut kümmern. Ah, es ist auch jedes Mal so. Jedes Mal werden wir irgendwo hin. Oh Gott, hier ist die Explosion. Die Nanoschwärmer haben wir jetzt dann gleich. Level up. Oh, die Dinger haben wir ja auch schon gesehen in diesem Zordon-Gefängnis. Hat's hier was? Ist hier irgendwas versteckt? Nope. Oder? LOL. Und für welche Waffe ist das? 0 Grad Kelvin Laserdose wurde installiert. Ah, nice. Sogar für die Nanoschwärmer. Richtig gut. Ja, zum Glück erkunde ich manchmal das Zeug hier. Aber es war ein bisschen obvious. Oh. Ja, dann setzen wir die Jägerwerfer hier ein. Ja! Gleich Level up. Not bad. Ich glaube auch, der Endboss ist so was von einfach, dass wir uns dort auch gar keine richtigen Gedanken darüber machen müssen. Also welche Waffe aufleveln und welche nicht. Bei Tachyon war es ja so, man musste einfach den Alpha-Spalter sozusagen haben. Und im 2 den Rauschmeißer. Im 3 war es etwas unklar, welches oder welche Waffe die beste gegen Nefarius ist. Ich glaube, im nächsten Teil ist es auch so. Dort sind mehrheitlich alle Waffen gleich gut. Also natürlich gibt es paar, die besser sind als die anderen, aber nicht groß. Also nicht groß, großer Unterschied von der Stärke her. So, einfach hier unten durch, ja. Und jetzt warten wir. Weil ich vorhin schon gesehen habe, dort gibt es sehr viele kleine Gegner, setzen wir natürlich unser Wirbelsturm ein. Oh, wie der Balken rauf ist gegangen. So. Ah, oh Mann, wie es ausgesehen hat. Man sieht einfach so, wie der Wirbelsturm mit allen Leuten runterfällt. Also, wir müssen jetzt aber nicht. Wir müssen es rüberschießen. Das Geräusch vom kleinen Typ. Wihi! Really? Ernsthaft? So, dann setze ich einmal hier das ein und natürlich unsere Wirbelstürme. Der Wirbelsturm kommt, Boys! Ja, wir haben ihn sogar einer besiegt. Hallo? Was macht er? Was macht er dort? Oh, nicht so der schlaueste Wirbelsturm. Was machen die Typen? Level up? Ja. Wow, 22 Schaden. Leute. Das ist ja unglaublich. Jetzt haben wir noch 3 Waffen, welche wir eigentlich hier mehrheitlich aufleveln müssten.
Oh. Die nehmen wir natürlich noch mit. Gibt's ja dann nicht noch einen Gegner? Also ich meine einen größeren Gegner. Was hier? Oh, war ja irgendwie klar. Ja, für ihn setzen wir natürlich unsere Jägerbomben wieder ein. Ja, geht schon ein bisschen. Also mit dem Visi-Bombenwerfer oder mit dem Jägerwerfer, sorry, müssen wir etwa 3 von diesen. So, und jetzt noch den Wirbelsturm rein. Nice. LOL, gleich Level up. Geil. Gut. Ja. Ah, wir müssen hier durch, ja. Hier gibt es gar keinen Weg. Ah, doch. Ah, dieser Weg ist einfach für die Kleinen, aber weil wir ja einen Typ schon mitgenommen haben, brauchen wir das gar nicht mehr. Jetzt müssen wir hier einfach aufpassen. Ich nehme jetzt mal nicht an, dort bei diesem Pirat. Wie sieht's auf der Karte aus? Dort hinten hat es noch ein Teil, also eine Plattform. Warum das denn? Ist dort irgendwas Spezielles? So, ja, sieht schon schön. So, warum genau ist das jetzt hier? Ist wahrscheinlich einfach nur wegen Bolts und wegen Munition. Kann man auch machen. Schade, kein Mod. Mod wäre gut gewesen. So. Ganz vorsichtig. So. Gut. Als ob. Und dort oben, ja, als ob. Nein, ich kann ihn nicht anvisieren. Hallo? Ich habe die ganze Zeit gegen links gedrückt, aber es ging irgendwie nicht. So, einfach ausweichen dem Typ dort. Ja, boy. Fliegt einfach runter. Hier kann man ja einfach durchsprengen. Was hat hier? Eine Sprungplattform. Die führt? Wohin? Hä? So. Müssen wir... Man sieht so nichts. Leute, ich hole den kleinen Typen dort noch schnell. Zum Glück haben wir ja ihn recht weit mitgenommen. Dann ist das alles kein Problem mehr. Okay. Jetzt wo genau kann man hier durch? Ich setze ihn hier jetzt mal ab. Hallo. Gut. Ah, okay, es ist gerade hier.
Hat man vorhin alles nicht gesehen. Ah! Und was für ein Mod? Für Jägerwerfer? Doppelzieldetektoren. Ja, jetzt haben wir die richtig upgraded. Perfekt. Ja. Also, man muss schon sagen, ist gut versteckt. Also, wenn man jetzt hier einfach vorbeigelaufen wäre, hätte man von nichts mitbekommen. Nein, ich wollte ihn nicht. Nein! Ah, ist nicht runtergeflogen. So, hier durch. Ich glaube, ich habe schon alle von denen getroffen. Ist dort irgendwas? So irgendwas Wichtiges? Ah nein, es ist einfach hier. Die Plattform. Ah ja, okay. Gut, haben wir gelöst. Also ja, war ja kein Rätsel. Ich glaube, ich habe noch so eine kleine Vermutung, dass ein kleiner Boss kommt. Hui! Wir werfen ihn einfach. Du bist viel zu lästig, um weiter die Luft des Kapitäns zu atmen, Matrose. Irgendwelche letzten Worte, bevor ich dich hier aufspieße? Ja, du solltest dich mal waschen. Schätze, du bist nicht bestechlich. Töte mich nicht, ich stehe unter Naturschutz. Deine Bitten finden bei mir leider kein Gehör, Matrose. Gleich bist du dran und verschwindest im nassen Grab. World. Einfach nur World. So, ich setze mal hier. Lass ein. Au, die Kugel kommt einfach aus dem Nichts. Yo. Oh. Angriff. Boom! So macht man's. Dass er nicht aufgelevelt ist, was? Ja, okay, aber fast. Ich glaube, viel mehr Waffen bekommt man auch nicht mehr. So. Kommt keiner Gegner? Ich hätte gedacht, es würden jetzt noch Gegner kommen. Aber ja, dann halt. Darkwaters Flotte segelt gerade zur Insel Hulefar. Du musst ihn ganz schön aufgeschreckt haben. Hast du Waffen zu verkaufen? Zufällig habe ich neulich diesen Alpha-Spalter bekommen. Für einen guten Preis gebe ich ihn her. Interessiert? Natürlich, der Alpha-Spalter ist immer super. Nummer 3 in der Polaris-Liste der irrsinnig übermächtigen Waffen. Ah, es ist schon Level 5. Was? Okay, machen wir jetzt noch diese Mission. Und dann... Ich glaube, dann wäre es eigentlich schon für heute gewesen. Also mit dem Stream. Vielleicht nicht gerade mit der Geschichte. Der schrecklichen Darkwater-Höhle blieb unserem Helden eine letzte Chance, den Stern zu beschaffen. Doch der tapfere Captain Slack wollte sich nicht kampflos ergeben. Er brachte die Freundin des Lombax in seine Gewalt. Klar, die Dramatik verdoppelt sich dadurch um 4. Pete, was hatte ich dir übers Rechnen gesagt? Du sollst es lassen, sonst wirst du Kiel geholt. Tut mir leid, Captain. Jetzt kommt das große Finale unserer Geschichte. Es spielt sich nicht in Echtzeit ab.
Ah, Leute! Ja. Dann spielen wir heute schon das Spiel zu. Ja, okay, so schnell habe ich es jetzt auch nicht erwartet. Ja, ich würde jetzt sagen, mal. Morgen werde dann schon Crack in Time anfangen. Yo, das hätte ich niemals erwartet. Ich hätte gedacht, mindestens zwei Streams. Matrose. Wie eine markasische Forelle. Das ist deine letzte Chance, Leck. Herr mit Tauwin und dem Stern. Nur ein Narr verhandelt mit jemandem, dem er einst den Kopf abschlug. Denn dieser wird sich revanchieren wollen. Öffne das Grab, Davy. Slag hat Kundschaft für dich. Lange habe ich auf diesen... Ernsthaft? Yo! Sie braucht viel länger zum Aufladen. Vielleicht auch, weil wir nicht die Mods drauf haben. Ich glaube, das... Nein. Und... Tornado! So. Ich werde jetzt wirklich den Tornado als erstes noch aufleveln. Er ist ja nicht davon weit entfernt. Den Jägerwerfer, der wird so oder so. Komm. Bist du okay? Mir geht's gut. Wir müssen das Feld mit etwas durchbrechen, das vom Tod gezeichnet ist. Nimm einen Kartenschädel. Schnell. Wo? Ah, das Zeichen ist auch von Darkwater. Komm schnell. Komm, Gegner. Sie wollen die Welt der Zoni plündern. Was ist denn das? Hat's hier kein Mod? Was? Es hat keinen Mod. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht hier auf diesen Schiffen könnte sich der Alpha-Spalter-Mod befinden. Könnte sich, muss aber nicht. Level 5, 5, 4, 4. Ja, machen wir jetzt noch den voll. Weil die Peitsche und so, das werden wir auf jeden Fall voll kriegen. So schnell wie das gegangen ist letztes Mal. So. Ja, noch ein Gegner, dann haben wir es wirklich. Hä? Und warum reagiert das manchmal nicht? Boing. Weißt du, in all dem Irrsinn liegt eine Spur Ironie. Ausnahmsweise willst du mir mal etwas stehlen. Ist schließlich nicht dein Drehstein. Er gehört mir. Können wir ihn trotzdem abschießen? Ah ja, okay. Ja, das war dumm. Komm schon, noch ein Level up. Level up! Level up! Ja, Level up! Ja! Gut so! Jetzt noch ihn hier. Irgendwie war das nicht gerade so ganz richtig vom Spiel her. Ich weiß gar nicht, wie man ihm Schaden macht. Ich glaube, man kann ihn hier noch gar keinen Schaden machen. Ah, man muss die Skelettköpfe schießen. Ah.
So. Ich bekomme einfach so viel Schaden, aber es macht uns so nichts aus. Was sind das überhaupt für Waffen hier? Ah, ist für den Sturmteil. Es geht weiter? Ah, ich dachte, der Bosskampf wäre hier vorbei. Hä? Oh, Mist. Das hätte jetzt schief gehen können. What? Warum ist das möglich? Zum Glück ist ja nichts Schlimmes passiert. Okay, das ist das letzte Schiff. Ja. Ich weiß, was auf uns zukommt. Als ob man das nicht gecheckt hätte. So, wir haben jetzt trotzdem noch ein bisschen Munition bekommen. Immer noch kein Level Up, was? Kann man hier ganz... Kann man raufklettern? Nope. Wäre auch zu leicht. Dass wir hier auch nicht mal den Vermittler haben. Kannst du kämpfen? Ja. Ah, hier ist... Der Fight geht immer noch. Könnte jetzt ruhig mal ein Level abgeben. Ja. Ja, wir setzen halt wieder den Alpha-Spalt ein. Lol. Bei was habe ich jetzt Schaden bekommen? Jungs. Ihr müsst doch das nicht machen. Ja. Ja, braucht noch ein bisschen. Es wäre so geil, wenn wir gerade beim ersten Run alle auf 5 gemacht hätten. Lol, wie viele Schläge, dass die auch aushalten. Hinter ihm ist Lehm. Nein! Ausweichen, so. Schockzerstörer, boom. Nice, endlich. So, jetzt haben wir das Vergnügen mit nur noch einer Waffe. Vielleicht levelt der sogar nach dem. Nope, hat er nicht gemacht. Okay, wo hat's hier Schädel? Ich hoffe jetzt mal schwer, dass hier nichts versteckt ist. Ja, okay. Mit einem Run. Nice. Dass hier kein Mod ist für den Alpha-Spalter. Ich frage mich, richtig schlimm. Aber da oben sieht es nach irgendwas in diesem Bereich aus. Es könnte jetzt vielleicht gut möglich sein, dass der Mod hier ist.
Wäre einfach genial. Nein, schade. Das ist jetzt wirklich schade. Und go! Aber jetzt ist der letzte Kampf, oder? Hat's nicht mal gemerkt. Ja. Alle von Bord. Jungs, was geht? Oh, dort ist Rusty Pete. Er schlägt einfach. Ah, wir gehen zum gleichen Schiff nochmal. Hab ich dich, Slack. Gib mir den Drehstern. Ah, bekannte Drohungen eines abgehalfterten Gegners. Klären wir diese Sache endgültig. Nach Piratenart. Mit fiesen Tritten. Ja, ja, ja. Sehr nice. Ja, ich setze hier mal unsere Bienen ein. Ah, die Bienen gehen kaputt. Du Mörder! Er zerstört einfach unsere Bienen. Welche Crew? Die Crew. Wow. Einfach aufpassen. Ja. Aber jetzt haben wir eine. Bumm. So, jetzt haben wir. Wir kennen's mit dem Alpha-Spalter einfach hier drauf gehen. Oder Alpha-Kanone. Boom! Drauf! So, geschafft! Was hast du gemacht? Klappe zu, du elende Ratte! Sonst wirst du Kiel geholt! Bei meiner unsterblichen Seele, das ist mein Körper! Ich rette dich, mein Captain! Also, mit Hilfe einiger Glückstreffer und Cheatcodes besiegte der Lombax das Gespann von Captain Slack und Darkwater. Ja, und zwar zum Glück. Es war wirklich peinlich zu zweit auf dem Klo. Der Lombax eilte nach Holefar, um endlich zu erfahren, wo sich sein geschätzter Kumpel befand. Na, hoffentlich klappt das. Hat der Erwählte gesprochen? Wenn x der Koeffizient von a Quadrat minus die Unwahrscheinlichkeit der Hypotenuse am absoluten Nullpunkt ist, dann ist der Bogenindex des Nenners immer kleiner, gleich der Anzahl Sprünge in deiner Schüssel. Keine Angst, Herr. Der Arzt kann dich reparieren. Er ist hier. Ah!
Signal verloren. Koordinaten für Bregus Nebel empfangen. Nefarius. Halt durch, Clank. Ich komme. Da er nun wusste, wo sein Freund sich befand, brach unser Held auf ins Weltall. Er konnte nicht ahnen, dass ihn seine schwierigste Aufgabe erst noch erwartete. Das war's. Wollt ihr nochmal hören? Mir hat das erste Mal mehr als gereicht, du tollwütiger Landratte! Schon gut. Kein Grund zur Aufregung. Ich rege mich auf, bis du mir einen Körper besorgst. Und jetzt ruder! Zieh! Oh, lass mich raten. Zieh? Klappe! Zieh! Lass dich nicht so hängen! Zieh! So, das war's. Ja, also als das Spiel damals rausgekommen ist, fand ich das richtig eine Verarschung eigentlich. Weil ich eben wissen wollte, wie es weitergeht. Und ja, man hat nicht mehr herausgefunden als nur der Ort. Oder bei wem das ist. Also die Ortschaft wurde ja auch noch nicht genau erklärt. Ja. Also, weil es heute so relativ schnell gegangen ist, dann würde ich sagen, morgen kommt dann schon Crack in Time. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich glaube, nach dem kommt jetzt nichts. Oder? Ende 2009 geht das Abenteuer weiter. Das war 2008, vor 10 Jahren. Lol. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie eben gesagt, würde ich morgen dann um 2 Uhr nachmittags anfangen mit Crack in Time. Ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Man sieht sich wieder hier auf dem Dreamers Channel. Bye, Leute.